Destroying the supply base here will prevent the missile complex from receiving reinforcements. What about the civilians on the evac shuttle, sir? These are some scary-looking shiners. Kane's been using Tiberium to manipulate their DNA for cyber production. They say they had some information on an underground Nod power station that feeds the Tiberian missile plant. So they're ready to fight. Well, maybe we should give them a chance at a little payback. Suit them up! We'll go out to the supply base. Then we'll find out what they really know about this power grid. Und damit willkommen zurück zu Tiberian Sun. So, wie wir sehen können, durch die letzte Mission haben wir jetzt die ganzen Mutanten noch dazu bekommen. Ein bisschen Verluste, wenn wir haben, die kriegen wir aber immer wieder. Mal mit. Diese Mission gibt es auch ein kleines Versteck. Also muss ich erstmal das platt machen. Ja, alles gut. Oh, er ist schon da. Was kommen die Pisser so früh? Und damit willkommen zurück zu Tiberian Sun. So, wie ihr unweigerlich erkennen könnt, bekommen wir Verstärkung. Nee, du gehörst zu Team 1, Kollege. Scheint uns noch nichts ausrichten. Hm, ein bisschen dezimiert. Damit macht ihr mal den größten Teil hier. Müssen auf die Disruptor warten. So, die nächsten zwei müssen hier vorne sein. Rantasten, da ist er nicht, der kleine Turm. Edgarn. So, gehen wir mit. Platz machen hier. Günstige Alternative, um schnell die Mauer wegzubekommen. Hier kommt mal ganz schnell weg. Weil Nod hat in dieser Mission die Tiberium-Raketen. Und da möchte ich nicht so ganz gerne in der Nähe sein. Guck mal, hier ist schon ein kleines Feld. Können wir mit euch mal ein bisschen gucken gehen. Aufdecken. Ja, dass wir das öfters kommen. Wahrscheinlich hier. Oder hier. Mal gucken, wo es hinschmeißen wird. Meine ganzen Fahrzeuge überhin fahren, sonst mal sehr interessant. Guck mal lieber runter, weil die machen nur Mist hier. Anscheinend schaffen sie es nicht mal gegen ein paar Einheiten hier anzukommen. Sehr traurig. Dann lassen wir das Gebiet jetzt mal aufdecken. Also Sammler brauchen wir jetzt ohne Ende. Das kleine Gebiet. Warum du wiederkommst, ist mir echt ein Rätsel. Und wo die Rakete hingeflogen ist, ist auch ein Rätsel. So, wenn wir weiter fleißig hier bauen. Ja, vielen Dank. Weil da konnte man erstmal die Technologie der Sonic Panzer mal zeigen. Was sie so können. Gut, dann warten wir mal hier. Zack, bauen. Kann hoffen, dass sich die Pflanzen nicht weiter ausbreiten, sonst müssen wir dagegen was machen. Irgendwo wird geschossen. Ich weiß noch nicht auf was. Es war schon sehr verwunderlich, wo sie die Rakete hingeschossen haben. Vielleicht sogar auf die kleinen Viecher hier. Ja, sieht man auch, haben sie drauf geschossen. Aber es ist auch irgendwie klar, dass sie es nicht überleben. Ja, ihr müsst auch mehr sammeln, Leute. Ich habe hier 4 Sammler im Einsatz und es ist... Jetzt kommt es direkt drauf. Weg. Ja, komm, reparier schneller. Ist das wieder anstrengend. Warum der da hinten sammelt, ist mir ein Rätsel. Packen wir mal auf 1. Hier kommt mal zurück. 2 von euch beschützen mal hier hinten. Ja, alles gut. Hallo, hier bleiben. Das ist die erste Barriere. Hier ist die zweite, mit Obelisk. Wollen wir mal ausprobieren. Guck mal, ob die automatisch das dahin fliegen hat, das nämlich noch nie ausprobiert. Oh, sind die angepisst. Hoho. Höchste Alarmbereitschaft hier. Sind die angepisst. Wenn das funktionieren sollte jetzt... So wie ich es jetzt gemacht habe, dann wäre es echt gut. Dann kann ich mich nicht drum zu kümmern. Das ist jetzt nur so eine Testphase hier. Okay, die Testphase funktioniert, das ist gut. Yep. Aber nicht weiter schlimm. Hier geht mal auf die drauf. Die Tanten sind sehr stark. Wir müssen reparieren. Genau, geht mal auf ihn drauf. Dann werden wir hier oben die Fläche mal fertig machen. Dann nach und nach hier die ganzen Tore wegmachen, Zäune wegmachen, soweit wir mit den Leuten hier kommen. Weil je weiter wir jetzt hier reinkommen, jetzt nämlich das Lager. Da können wir nicht ganz so viel ausrichten. Komm, wir werden so ein bisschen ärgern hier. Weil die Artillerie muss hier unbedingt weg. Tarnpanzer. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Jetzt sind sie richtig sauer. So, zack, zack, zack. Okay, sie werden es nicht schaffen. Gut. Alles gar kein Problem hier. Haben wir schon geregelt. Doch ganz gerne mal meine Basis ein bisschen ausweiten, mich hier hin. Gucken wir mal, wie wir es hinbekommen. Das ist natürlich ein bisschen besser, wenn hier zwei Refs stehen. Kurzen Arbeitsweg. Nachteil war jetzt hier oben, dass die Tarnpanzer angegriffen haben. Dass wir ganz locker hier arbeiten können. Aber kannst es ja immer, nicht immer so optimal haben. Das ist mal nicht so gegeben in diesem Spiel. Du kämpfst auch mit so ein paar Schwierigkeiten. Ich sehe hier schon die Schwierigkeit, dass wir nicht bauen können hier oben. Sehr schwierig. Ja, wir können hier oben nicht bauen. Schade. So, dann brauchen wir wieder ein paar Leute. Na, ich höre schon wieder Teufelszunge. Deswegen mal verteilen. Und schon mal mitkommen. Keine Lust, mich so lange hier aufzuhalten. Sollte eigentlich schon länger bis zur Basis vorgedrungen sein. Aber durch diverse Umstände wieder mal. Aber vom Geld her ist wieder das Übliche zu erwarten bei so einem Spiel. Nicht ganz so gegeben. Was wir mit euch ein bisschen spielen. Einer ist noch da. Ja, komm mal hoch. Ah, ein Inji-Rush. Das ist gefährlich. Das ist natürlich gefährlich. Hat uns den Strom abgezapft. Dann müssen wir das wiederholen. Natürlich wieder ein wunderbarer Kostenaufwand, der entsteht. Den wir nicht gebrauchen können. Die ganzen Tarnpanzer, die hier kaputt gehen. Obwohl er überfahren hat. Ja, ist gerade ein bisschen arg schwierig hier. Weil die dort ein bisschen was. Hat ein bisschen außer Kontrolle geraten. Bin schon mal froh, dass wir größeres Material wieder zurück haben. Ja, abladen ist wieder so eine Sache. Jetzt streiten sich wieder alle darum. Das ist richtig geil. Macht wie immer richtig Spaß. Kommt natürlich zu nichts. Dauert alles auch ein bisschen länger. Worauf ich auch gut und gerne verzichten kann. Wo ist mein Inji? 2 brauche ich. Nebenbei noch eine Ref bauen. Und nochmal die Reste ein. Wie man so dezent raushören kann, bin ich nicht begeistert. Überhaupt nicht. Das kotzt mich gerade wieder völlig an hier. Das Kraftwerk übernehmen. Da so ein Rush hier. Wenn jetzt an Einheiten hier angerannt kommt. Der Vogel. Hau ab. Na gut, man könnte es auch einzäunen. Alles drum und dran. Wir wollen auch irgendwo auch. Und wir brauchen noch ein paar Wolverines. Ja, müsst doch drüber laufen, Leute. Das ist irgendwie auch Sinn und Zweck des Ganzen. Warten wir nochmal auf ihn. Jawohl, beide tot. Darauf habe ich auch natürlich wieder gebaut. Guck mal, das dauert nicht so lange hier. Aber wenn das Sammler angegriffen wird, das ist immer noch der beliebte Trigger hier. Mögen die überhaupt nicht. Na, kommt mal mit. Dann wird sich wieder um Stunden handeln hier. Den tun wir mal drauf. Zum Glück ist das nicht ganz so schlimm wie in Warzone. In Warzone hätte ich jetzt natürlich wieder das Dreifache an Sack benötigt. Der Einheitenfluss sehr, sehr stark ist hier. Aber im Classic TS ist das ganz human. Das wollte ich natürlich mit den Jump Jets gemacht haben. Eine Teufelszunge gegen wie viele Titanen? Macht Sinn. Wenn wir dann doch den Strom abknüpfen. Weg mit den Teufelszungen. Weg mit der Waffenfabrik. Braucht ihr nicht. Ihr braucht das nicht, Leute. Glaubt mir. Rein. Hier oben müssen wir gleich hin. Da gibt es ein kleines, soll ich sagen, gibt es eine versteckte Mission. Na, weg mit euch. So, stell ich mich vorne hin, dann knallt es einmal komplett durch hier. Oder auch nicht. Zack, einmal hoch. Natürlich funktioniert das nicht immer hier. Ich brauche Verstärkung hier unten. Kommt mal alle mit. Und so lange weiter. Wir können mal mit einem hier hochfahren. Dann müsste eigentlich der Ghost-Stalker gleich noch kommen. Und nur in der Mission ist es möglich, diese versteckte Mission zu bekommen. Und zwar diesen Zug hier. Da müssen wir mit Ghost-Stalker reingehen. So, sind wir hier. Gut. Gucken, wo sie lang gehen. Alle Mann, komm. Naja, alles gut. So, wir können noch Ghost-Stalker schnappen. Ne, packen wir mal ein bisschen die Basis rein. Lass mal mit dem APC los. Gar kein Bock, dass der drauf geht. Rein mit dir. Leider können wir über den Wasserweg nicht fahren. Womit kommen wir dann die Basis stürmen? Muss ich leider nur über diesen Weg hier machen. Geht leider nicht anders. So, auch ihr müsst hier rüber fahren, sonst fahren sie alle hier in das Feld rein. Oder laufen in das Feld rein, habe ich gar keine Lust drauf. So, Hauptturm muss natürlich aus. Ich warne euch. Ist gar kein Problem. Einmal durch. Ach, haben sie aber auch Bauchblatt bekommen. Tja, wie schade. Das ist mit so einem Helikopter, mit einer Abwehr. Da kommt man mit. Also, solange wir hier Truppen haben, alles kein Problem. Es ist immer nur ein Krampf, die ganze Basis zu zerstören. Woher kommt der jetzt noch eine neue bauen? Der hat doch keiner mehr zum Bauen. Das ist doch völlig unmöglich. Okay. Finde ich so auch nicht. So, packen wir Ghost, da kommen wir hier rein. Dann wird der Zug schon mal los. Das ist nämlich noch eine Nebenmission, die wir damit machen können. Was ist denn los? Jetzt müssen wir noch ein paar Gebäude zerstören, die noch so rumstehen. Überwiegender Teil Flugabwehr, wie immer. Und hiernach geht es direkt in die nächste Mission rein. Da gibt es zig Kraftwerke, die wir außer Gefecht setzen sollen. So, noch ein paar Gebäude. Mal gleich durch. Perfekt. So, haben wir die Mission auch endlich mal geschafft. Ein bisschen lang geworden, aber gut. Kam ein bisschen was dazwischen. So, Test einmal eintragen. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und bis dann.